Das Fliegen mit Brennstoffzelle und elektrischen Antrieben verspricht leise, effizient und emissionsfrei zu sein. Wasserstoff kann auch als Treibstoff in modifizierten Gasturbinen zum Einsatz kommen. Bislang aber stellen diese Antriebe eine große technische Herausforderung dar. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt forscht institutsübergreifend am Einsatz von Wasserstoff und weiteren nachhaltigen Treibstoffen. Am neu gegründeten Institut für Future Fuels werden synthetische Kraftstoffe erforscht, die mit Sonnenenergie hergestellt werden. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Industriezweigen wird an neuen Technologien für eine saubere Luftfahrt gearbeitet. Die Wasserstoffforschung im DLR profitiert von Großforschungsanlagen und der damit verbundenen langjährigen Erfahrung in der Raumfahrt. Das DLR entwickelt neuartige Gesamtsysteme wie dieses leichte Auto. Wasserstoffbasierte Antriebe haben gegenüber Batteriekonzepten deutliche Vorteile, wenn es darum geht, schwere Lasten über weite Strecken zu transportieren. Ein spezieller Rollenprüfstand ermöglicht Einblicke in Verbrauch nachhaltiger Kraftstoffe und Dauerversuche mit verschiedenen Fahrzeugantrieben. Auch Lastenräder mit Brennstoffzellenmodul werden entwickelt und erforscht für eine nachhaltige Mobilität. Der weltweit erste Wasserstoffzug zwischen Buxtehude und Cuxhaven liefert wichtige Daten zur Verbesserung der Wasserstoffqualität mit Wissen des DLR an Bord. Auch den Abschied vom massenhaften Verbrauch von Schweröl können Wasserstoffantriebe ermöglichen. Das neu gegründete Institut für maritime Energiesysteme erforscht die Lebensdauer und Alltagstauglichkeit alternativer maritimer Energieversorgungssysteme und wie diese effizienter integriert werden können. Die Verwendung von Wasserstoff in der Mobilität ist ein wesentliches Element zum Gelingen der Energiewende. Das DLR sucht deshalb den Technologiedialog mit Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.